You want to let the bridge down? We got wounded up here. If you can get to the other side of the bridge, we can help you get it down. Coach, you know anything about this Under the River tour? Yeah, it's his story. Gee, thanks, Coach. Yeah, und das war doch unsere Freundin Zoe, die wir gerade gesehen haben. Mensch, die kennen wir doch noch, die gute olle Zoe. Ich nehme mal lieber Doppelwumme. Ja. Das mit Rochelle ist nur für zwischendurch, Zoe. Ich komme mal wieder zu dir. Ey, die erkennt dich gar nicht mehr, die spricht nicht mehr mit dir. Nee, vor allem warst du jemand ganz anders, als du damals mit der rumgeknutscht hast. Naja, ich bin halt... hast du auch schon wieder mit der Rochelle rumgemacht, das haben wir ja letztens gesehen. Und das ja, aber das war ja mehr wegen Weihnachten, Nächstenliebe. Das habe ich auf Video, mein Freund, dass ja. du mit der hier die Zoe wird sich nicht freuen. War mir klar, dass du das auf Video Zoe. Hast. Das zeige ich dir so. Genau. Die alten Spanner. Ja, nee, so gehst du nicht mit unserer Rochelle. Zoe um. So gehst du nicht mit unserer Zoe um, Junge. Nee, die Zoe ist eine ganz liebe und außerdem ist sie noch Jungfrau. Was? Das wird sie auch bleiben. Boah, willst du das wissen? Hast du einen Probefinger gemacht oder was? Ja, und wir kommen wieder beim Niveau, ey. Alter, ich wollte ja... Ist nicht mein Channel, ist ja, nicht ja, mein ja. Channel. Aber den Fame, der Fame gebührt trotzdem dir, mein Freund. Also. Was? Ich bin anständig, jeder weiß, dass ich nur Familienspiele spiele. Und jetzt verwickst die scheiß Zombies weg. Da hat jemand, Gronkh hat die Meute aufgeweckt. Oh, ich hab Mann, gar nichts aufgeweckt, ich bin hier hinten. Nein. Gronkh hat die Meute aufgeweckt, steht doch da. Man kann echt, weißt du, die Leute meckern Spiel, bei das mir. Das steht da gar nicht, das Spiel lügt voll. Das ist ein Zombiespiel, wie kannst du dem glauben? Das lügt nicht. Unparteiisches Zombie-Spiel ist das. Ey. Ja, ich hätte gern meine MG. Das ist doch voll nervig, jetzt wieder mit dem Knarren rumzufuchteln. Ja, das stimmt. Scheiß. Vor allem, weil da so viele reinkommen gerade. Und weil da noch gerade ein Jockey meint. Bock. Ja, natürlich! Genau. Wer kriegt den Jockey wieder auf den Kopf? Der Jockey lebt vor allem noch. Alter, wieso hab ich denn so eine scheiß Waffe eigentlich? Was hast du denn für eine Waffe? Ja, so eine Pipi-Waffe einfach. Ich habe mir die Magnum deshalb genommen. Ja, die habe ich auch, ja. Aber die ist so ätzend. Ich hab Doppelwumme, damit ich nicht so viel Munition. Die Magnum ist total super, ein Schuss und der Zombie ist weg. Und wenn zwei. Ja, aber ich baller gerne rein. Gerade bei sowas hier, da baller ich halt gerne rein. Ich achte hier überhaupt nicht auf Zielen bei dem Spiel. Ich hau einfach eine volle Möhre drauf. Warte mal ganz kurz, ich hol mal ganz kurz andere Waffen. Ja, ist doch wahr, ey. Ganz ehrlich, ich spiele ja so Far Cry ganz anders als Left 4 Dead, oder? Bin gleich wieder da, ne? Wo gehst du hin? Ich hab keine Muni mehr, weil ich ja gerne draufhalte. Muni bei Pistolen? Willst du mich verarschen oder was? Ja, will ich. Eigentlich du musst wollte ich nur nachladen. Ich will eine Doppelknarre haben, leck mich am Arsch. So, ich bin ja schon da, hier ist doch leer gerade, guck der mal. Gronkh, der probiert selbst, wenn er nicht aufnimmt, so ein so kacke Spiel noch Ausreden zu finden, ey. Die Ausreden, ich wollte mir wirklich eine Doppelknarre holen. So, können wir weiter. Nee, deswegen, aber du hast ja gesagt, ich will mir. Jetzt Rumpel, sei doch nicht so, wir wollen das Spiel zelebrieren, ja? Ein schönes Spiel, da muss man sich mal Zeit nehmen, auch mal für die schönen Seiten einfach. Ah, hier ist die Shotgun und hier gibt's Colas. Leute, all you can bring. Hier vorne. Ja, geil. Hier gibt's Waffen. Ach, das nehme ich lieber. Mach mir grad erst na mal toll, Pickern. Jetzt gibt's hier auch Moment, noch Waffen. Moment mal, ich muss erstmal hier gerade. Hier gibt's PCs. Wollen wir ein Let's Play aufnehmen hier an den PCs? Oh, meiner ist kaputt. Das wäre ein Let's Play im Let's Play. Das wäre Inception. Ja, wollen wir machen? Komm hier, ich nehme mal was das auf. Das Inception, Alter. So, herzlich willkommen zurück bei Minecraft, Folge 9728. Und heute machen wir mal ein bisschen Erde klatschen. Dumm. Vor allen Dingen hast du auch noch Gäste dabei. Nämlich der Sergeant Rumpel ist auch noch im Kanal. Yeah, heute ja. Mit LPT, super. Moment, ich muss noch mal ganz kurz die Enter-Taste drücken. Oh, ich spiele mal. Mir ist mein Keyboard runtergefallen. Ich spiele mal eine Runde Far Cry. Ich reg mich auf! So. Ah, Mann. Das war der Far Cry-Simulator. Ey, wo zur Hölle hast 2013. Du ah, die liegen hier auf dem Tisch, Alter. Da ist es. Ich nehme mal den Schrot, weil die Leute wollen ja andere Waffen sehen. Wir hatten ja schon die erste Hilfe geplündert, eigentlich. Waren aber nur einmal Pillen drin. Oh, nein! Oh, Tank! Tank, jetzt! Was macht der hier? Den hast du mitgemacht! Aua! So, oh, Mann! Nein, Alter, wer wirft denn jetzt den Molly da rein? Ich habe keinen Molly reingeworfen, ich habe den Tank angezündet. Tolle Idee. Ja, war super. Da ist er. Ja, was war Rochelles Todesurteil? Nee, nix. Und meinst du übrigens auch gleich? Der Tank war das. So, ich bin tot. Weil irgendein Idiot den das Ding da angezündet hat. Warum lauft der denn auch immer in die Sackgasse rein? Ey, Rumpel, weil ich Rochelle retten wollte. Rumpel. Ja, ich komm schon. Rumpel, tu es mir nicht an. Ach komm. Alter. Meine Fresse. Die braucht unbedingt eine neue Waffe. So, ich kann hier gar nicht mehr. Hol dir den Magnum, die ist super. Aber echt. Geil. Dankeschön. Alle sind irgendwie. Down. Alle hassen Rumpel. Ja.
Nee, die Idee vom Bumble war eigentlich ganz gut. Die waren nur wieder zu voreilig. Aber zu voreilig, genau, ihr seid einfach in die Flammen gelaufen. Nee, das war einfach zu voreilig. Die Flammen waren halt auch sehr weit ausgesprießt. Ich habe aber auch probiert, darauf zu zählen, als du darauf gefeuert hast. Also da kann ich den Rumpel in Schutz nehmen. So, hier gibt's Pillen. Mir auch passiert. In rauen Mengen. Könnt ihr euch alle Pillen einwerfen, wie ihr wollt. Eine Vibe. Ach, Hammer. Coach, ich nehme die Rohrbombe. Das ist ein Zäpfchen. Piep, piep, piep. Steck mal rein. Ey, Alter. Entschuldigung, guck mal, ich bin gerade erschrocken. Irgendwie habe ich hier... Geht wieder zu eurem billigen Loser-Rechner da unten. Ich spiele am Flat. Vorsicht, Smoker, da ist Rauch. Rauch ist schädlich, das ist krebserregend. Lauf da nicht rein. Lauf nicht rein! Hier ist in der Bar, da muss Rauch sein. Boah, wie es hier stinkt einfach nur. Das ist ja echt so ein Problem in Clubs, ne? So nach Schweiß riecht's. Da haben sie das Rauchen wieder jetzt verboten alle. Und man darf ja nicht mehr in Clubs rauchen. Ja, es riecht nach Schweiß. Hast du Feuermaschinen und sowas haben dann die jetzt eingeführt. Teilweise stinkt's richtig übel. Ja? Also es kommt hängt natürlich. Ich weiß nicht, in welchen Clubs du abhängst. Ihr lauft in die falsche Richtung. Du weißt doch gar nicht, welche Richtung genau wir müssen. Genau in den du auch abhängst. Natürlich weiß ich das. Ich habe das Level schon 10-mal gespielt. Pills. Ich mache jetzt aber keine Werbung für Clubs in Köln. Obwohl doch ein Club, nee, will ich gar nicht nennen. Sonst ist das wieder hier Product Placement. Du wieder meinst mit, den, mit den, deinen Zwinger-Clubs hier. Den Nucky-Nucky-Club oder was? Ja, den nenne ich jetzt sowieso nicht, in dem ihr beide meinen geht, den Gay-Club da meint. Ach, ne? Komm, ach komm, ey, der ist so ausgelutscht. Gay-Club, ihr kleinen Wichser. Oh Mann, der muss da direkt auf mich drauf. Das war klar. Ich war ja mit dem Gronkh letztens noch das letzte Mal im Kino, im Leben. Ja, in der Hobbit. In Hobbit? Wart ihr im Hobbit? Ja. Da hat der Rumpel uns das erste Mal seinen Schniedel gezeigt. Alter. Aber das stimmt nicht so ganz. Das war nicht das erste Mal. Das stimmt nicht so ganz, weil ich hatte ja meinen Unsichtbarkeitsring an. Auf dem Schniedel oder was? Genau. Das ist der Herr der Cockrings oder was? Bilbo Beutling. Lord of the Cockrings. Alter, ihr habt zu viele Elotricks geguckt, glaube ich. Ja, du hast das doch gesagt gerade. Was denn? Dass du einen Schniedelring hattest. Nee, der natürlich. Das mit dem Schniedel kam von Saraza. Nee, du hast den Bilbo. Hier, Gronkh, da kannst du anschießen mal bitte. Ja, sehr oh gut. Mann. Oh Mann, ihr seid bescheuert. Der Skill ist nicht high enough. Man muss sich hier überhaupt nicht anstrengen. Ich baller die Hälfte der Kugeln in die Luft, wie in Vietnam. Bitte? Ich glaube, wie viele. Weiß jemand die Statistik, wie viele Kugeln in Vietnam wirklich getroffen haben? Weißt du, da gab es einen Soldaten, der gezählt hat. Da hat jemand oder gezählt, ja, auf jeden Fall, ja. Nee, da gibt's aber Schätzungen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10! Der hat ja so einen kleinen Klick-Ding da, wo man so drauf. Die haben die Bäume. So einer von wie vom Kaufhaus, wo die Leute zählen. Genau. Ups. So, wollt ihr weiter? Oder Alter, nicht? Ich liege. Oh Mann, bin ich verpeilt. Ja, wie kann das denn passieren? Alter, ich soll, das ist ja geil. Ich sollte das nicht Überleben mehr mit da. In der Nacht spielen. Oh, komm her. Nein, ich will nicht. Du müsstest mich mal heilen. Oh, er hat sein Medipack runtergehauen. Das ist ja geil. Ich glaube, das habe ich ganz lange nicht geschaltet. Es gibt nämlich warte hier mal ja, besondere... Alter, wir machen hier schon wieder Feuer. Mann. Ah, oh, Mann. Ups. Tut mir leid. So. Ist dir gar nicht, du lügst doch voll. Hat einer das Medipick jetzt aufgenommen? Nö. Nee. Dann hat Rochelle das aufgenommen, die hat sich... Nein, ich war's. Du warst es? Aber lass mich noch mal ganz kurz erklären. Das war nämlich hier so ein Zombie, einer der Zombies. Es gibt hier Überlebende, die haben Patronen, Mollys und Medipacks dabei, wenn man die umhaut. Aber die sind super hart zu killen, kann genau, ich auch schon mal sagen. Genau, aber den habe ich jetzt gerade gekillt und deshalb hast du ein Medipack. Ja, den habe ich mitgekillt, übrigens. Ah, sehr gut. Wir müssen hier rein. Der Gronkh ist so geil einfach nur. Was denn? Nein, ja. Aber ja, aber nein. So, wo seid ihr denn? Ach, da. Ich heil mich jetzt mal. Heil dich mal lieber. Boah, ich setz mich mal auf die Couch. Ich kann nicht mehr, ey. Ich bin völlig fertig, ey, mittlerweile. Völlig fertig mit der Welt. Mit der Welt. Ja. Einfach nur mit Gott und der Welt. Hier ist ein Zombie-Apokalypse. Hier ist ein Grenade Launcher, ne? Hier ist ein Granatenstarkes Ding. Sag das nicht, cool, sag das doch nicht, nein. Geil. Doch, der Sarazar muss wieder alles in Luft sprengen. So, dann nehme ich mir hier mal eine neue Waffe. Das war meine. Oh Gott, Alter! Tolle Idee, einen Grenade Launcher auf mich zu feuern, du Wichser.
Ich würde sagen, danke fürs Recken, fürs Retten, aber leck mich. Du kannst ja einfach mein Medipack benutzen, Gronkh. Wie wär's denn? Ja, mach ich auch dann. Jetzt weißt du, warum ich's habe. Weil der Sarazar mich retten will. Mit seiner unbeholfen, tapsigen Art. Das nächste Mal lasse ich dich da hängen. Ja, das wäre gesünder gewesen für mich. So. Hast du was gegen Raucher? Ja. Ey, man sagt doch immer, man soll Waffen zeigen. Wollen die Zuschauer doch immer sehen im Let's Play. Ja, du hast den Granatenlauncher letztes Mal gezeigt, dass du nicht damit umgehen kannst. Ich muss sagen, ich habe damit Spaß. Warte mal, Vorsicht, Witch. Boah, Alter, der Gronkh, der Assi. Die hole ich mir jetzt. Bam! Die kommt hat doch. Funktioniert. Hat funktioniert. Ja. Sehr gut. Das war mal cool. Gut. Hab ich weggebamst. Sehr gut gemacht. Ja, siehst du, ich tauge manchmal doch zu was, Leute, ne? Hervorragend. Yeah, Baby, was für eine Mucke jetzt hier. Ich hab mal ein bisschen Musik angemacht. Ich dachte, das macht bestimmt Spaß fürs Let's Play. Yeah, das geht. Zombies, hey! Ich höre überhaupt gar keine Musik. Nee? Ja, war so ein komischer Radio-Dingens. Aber und die sind lauter Teenager. Ich glaube, die haben ihre Gartenparty gemacht. Das kann gut sein. Söhne und Töchter reicher Eltern waren das hier. Ah, das kann natürlich sein. Jetzt höre ich auch die Musik. Ist voll cool. Ich glaube, sie reagieren auf die Musik. Er hat die Musik ausgemacht. Das war knapp. Nee, ich war bei dir im Notfall. Sehr gut. Boah, ich huste schon. Ey, Freunde, hier. Da müssten eigentlich Waffen drin liegen. Ein Golfschläger. Ah, nee, hier. Sniper und nochmal Sniper. Ich kann ja mit dem Sniper nicht so gut umgehen. Deshalb nehme ich das nicht mit. Oh, das Sniper ist mir auch ein bisschen zu unhandlich einfach. Ich nehme das gleich mal, um es zu zeigen. Ist doch egal, hier geht's doch just for fun, Leute. Naja, solange Gronkh und ich dabei sind und richtige Waffen dabei haben, kannst du ja auch gerne was zeigen. Die Sniper ist halt echt nicht so geil, ne? Aber auf Entfernung und so und für die Special-Dinger ist die schon geil, aber man hat ja doch sehr viele andere Zombies auch. In der Map ist geil hier mit Festival so ein bisschen, ne? Dieser Festivalpark. Vorsicht, Smoker! Oh, guck mal. Oh, ich muss nachladen, leider. Dieser Dreckspenner, dieser Bastard! Nicht auf das Verbündete schießen. Ab in den Schutzraum! Nicht auf das Verbündete. Ach, hier ist ja schon der Schutzi. Der Schutz ist. Wollte ich mich gerade einmal künstlich aufregen und dann sowas. Hä, was? Was willst du denn, Mädchen? Halt dich mal hin, du Penner! Ich meine das nicht, meine Zombie. Du scheiß Kackbuhn! Oh, jetzt fängt der damit an, was ist denn jetzt los? Hab ich irgendwas verpasst? Halt so, erstmal Rumpels Medipack benutzen. Ich wollte nur sagen, dass ich das und schnell auch kann. Neues nehmen. Ey, der kann das auch, der Rumpel. Ja, na klar, kann der das. Du kannst ein richtiger Kackbuhn sein! Ich weiß, ich bin auch so ein Profi wie du! Halt deine Fresse, du kleines Scheißkind! Aber Kinder, ihr müsst euch doch nicht streiten! Ihr seid beide nur adoptiert! Halt's Maul, du Kackboni, mach die Tür zu! Von einem Kinderzimmer? Yeah. So läuft die Show, Baby! Alter, Alter, die Rochelle! Ey, ich spiel die ganze Zeit sowas von schlecht. Bam. Ach, oh, Mann. Rumpel. Ja, mit seinem scheiß Feuer. Ja, genau das. Mit seinem scheiß Feuer habe ich das richtig gerockt. So sieht's aus, richtig gerockt habe ich das. It's the most damage to Gronkh, Sergeant Rumpel. What? Steht da überhaupt gar nicht. Du lügst. Ach so, ich verstehe. Ja, du bist ja der Granatenstark. Glaubst du, wir machen hier ein Hörspiel und die Leute können nicht sehen, was da steht oder was? Ja, das glaube ich. Du scheiß Kackbuhn. Ey, hör auf jetzt, sonst wäre ich sauer. Das klingt so ein bisschen wie so eine Mischung aus Sarazar und Donald, wenn du so sprichst. Hallo, ich bin der Sarazar. Willkommen auf meinem Channel. Und ich bin wieder ganz so ein Spiel. Sarazar Duck. Boah, das ist so geil, dieses Teil hier. Das ist so geil. Schade, dass man die Magnum nicht doppelt nehmen kann. Das wäre geil. Ja. Das stimmt. Das wäre eine pornöse Waffe. So, ich glaube, wir müssen Folgen. Warte, mach doch einmal gerade auf. Mach doch mal gerade eine auf. Ich habe eine Überraschung noch für die hier draußen. Warte ganz kurz. So, tschüss. Ach, guck mal, wie das aussieht. Bam, bam, bam. Yeah. Jetzt schießt er sich selber kaputt. Bam.
Komm rein, Salazar, schnell! Nee, ich will den Mund noch gerade loswerden. Hier. Ja, nee, komm mal schnell her. Party, Spaß im Wunderland. Ich will mal was zeigen. Komm mal her. Komm mal schnell. Hey, Salazar, komm mal schnell. Komm mal schnell. Hey, komm mal schnell. Komm mal schnell her. Komm mal. Hey, komm mal schnell. Mach mal die Tür auf. Mach mal die Tür auf, Alter. Nee, ich will dir was zeigen, ey. Ich will dir was zeigen. Ey, guck mal schnell. Guck mal schnell. Guck mal schnell. Ich hab eine ganz geile Idee. Oh, Vorsicht. Alter, das wird nichts. Alter, incoming! Ja, gut! Ja, schön so! Jetzt, la, 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 der Sarazar! Na, guck mal, wie seine Lebensenergie runtergeht. La, 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 la! Na, schafft das? Ihr seid Kameradenschweine! Aua! Alter! Ja, jetzt einfach was! Wie geil! Boah, zum Glück ist Rochelle so nett und wiederbelebt. Das riecht nach Rache, Freunde. Wie Rache? Wie Rache? Wir haben noch nichts gemacht. Wir standen nur drin, Alter. Wir haben nicht mal was gemacht. Wir haben noch gar nicht gemerkt, dass du schon wieder rausgelaufen bist. Ich weiß das gar nicht. Wie ausgeschlossen. Ausgeschlossen. Bewusstlos vielleicht. Bewusst nach der ersten Sekunde des Kicherns, so. Hab ich doch schon gemerkt. Müssen wir ganz kurz bleiben. Jetzt lauf doch nicht weg, Alter! Jetzt hat er gerade so eine. Die Mega-Lektion hat er jetzt gerade bekommen und jetzt läuft was er schon wieder. Was willst du denn? Was willst du denn? Mir macht das irgendwie keinen Spaß gerade mehr. Ich glaube, ich stelle mal wieder auf fortgeschritten. Ich muss mich erstmal heilen, Mann. Ich sterbe gleich noch wirklich. So. Okay. So. Wollen wir jetzt eigentlich? Haben wir die neue Aufnahme schon begonnen? Nein, wir müssen jetzt erstmal die alte abbrechen. Ne? Dachte ich auch so. Ja. Okay. Und ich höre die erste Witch übrigens. Nee, das kann ich nicht. Huma! Bah! Alter, ich bin. Oh, geil! Worden. Das ist ja super. Sollen wir euch mal kommen hier? Ihr seid so geil. Unfassbar. Ich glaube, ich hätte noch nie mit irgendeinem Team so viel Probleme, während man im Safe Round war. Ey, was ballerst du mir wieder ins Ja, Alter, Mut, weil du die ganze Zeit vor der Tür stehst und dann rumläufst auch noch, während andere von hinten schießen. Komm, geh mal raus, Junge. Geh mal raus. Ich bin doch nicht so blöd wie du. Alter, jetzt geht das schon wieder los. Das ist echt so konstant. Ihr seid so zwei. Das ist so bescheuert einfach. Ich kann nicht mehr. Junge, und komm nie wieder! Wir wollen mit dir wohl nichts mehr zu tun haben. Oh oh. Könnt ihr Hilfe gebrauchen? Vergiss es, Alter. Viel Erfolg, Alter, der hat einen Hunter. Ja, direkt vor der Nase. So, komm, jetzt aber gut. Jetzt müssen wir echt. Ach, und Spitter auch noch. Scheiße. Ach, Mann, ey. Jetzt ist gut, Alter. Ich hab dich gerade gerettet, du Wichser. Alter, ja. Ey, du Arsch. Ey, du Arsch. So. Ballert dir die Rutsche. Warte mal kurz, ich muss mal kurz heilen, das ist unfair. Alter, wie geil, du hast die Rutsche abgeballert. Nee, ich hab grad den Dingens abgeballert hier. Guck mal, wer da war. Da war ein Jockey gerade. Ja, da war ein Jockey hinter der Rochelle. Da hat er recht. So. Ich will dich hier wegschmeißen, ne? So, wir haben übrigens keine Health-Packs mehr. Drei Health-Packs haben wir einen Safe-Room verbraucht. Wird eine super Runde. So, ihr Wichser. Du Bastard. Da liegt er auch wieder. So. Da haben wir mal ein bisschen unseren Schwierigkeitsgrad erhöht. Ey! Hör auf! So! Oh oh, wir kriegen gleich Besuch! Ja. Oh, Rochelle wird weggezogen, Jungs. Smoker hat Rochelle aus dem Fecht gesetzt. So! Bastard ist down! Bastard ist down! Ey, hör auf zu schießen! Hör auf zu schießen! Alter, jetzt bist du dran, jetzt hast du verschissen! Alter! Oh, wir haben Probleme! Nein, du hast Probleme! Ihr habt Probleme! Ich lass euch da verrotten als Köder! Wieso treff ich dich nicht mehr, Alter? Scheiße! Ey, das gibt's echt nicht! Ich treff den Bastard nicht! Nee, ich hab ihn auch nicht getroffen! Ja, Last Man Standing! Last Man Standing! Nein, der wird stein! Ja, der wird down, down, down! Nein, 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 nein! Ich werde gezüngelt, Alter! Ja! Kannst du mal schön Zungenguss nehmen. Bisschen Hals rein. Alter! Folge, wie geil. Ich hab mich super amüsiert, Freunde. Oh, ich heule vor allem. Alter, war das geil gerade.
können wir jetzt ernsthaft spielen und die Folge bitte. Bitte. Okay, Herr Doktor, wir hören auf. Komm, Alter, meine Mundwinkel. Echt, boah, hier, guck mal, hier kommen neue. Ja, lauf doch mal raus. Geh doch mal raus, geh doch mal raus. Ich mach mal. Okay, liebe Freunde, wir wünschen euch noch einen super Tag und wir sehen uns hoffentlich sehr bald wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Left 4 Dead mit den 3. 2. Tschüss. Beams.